So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Roll the Dice. Heute möchte ich bei der Killstreak des Tages über Jeeps und solche Fahrzeuge wie Transport, Chopper und selbst LAVs zum Teil im Rush reden. Denn wie ihr in dieser Streak sehen werdet, ist so ein Jeep eine verdammt effektive und wichtige Waffe. Gerade hier bei Zavod 311 auf der Rush-Variante, bei den ersten beiden M-Coms ist es glaube ich so, hat eben das Attacker-Team diesen einen Jeep und das Defender-Team nicht. Und dieser Jeep ist damit fast so viel wert wie ein Panzer, weil er einfach, er hat dieses stationäre MG, was eine Menge Killing Potential hat, wie man im Englischen so schön sagt. Und dazu ist er eben mit dieser gepanzerten Jeep-Eigenschaft doch gegen so einen RPG-Schuss gewappnet. Zwei RPGs sind dann schon kritischer. Bei Smalls hält er zwei Smalls auf jeden Fall auch aus. Also da müssen schon zwei Engineers kommen oder einer, der wirklich Bock hat, um so einen Jeep schnell down gehen zu lassen. Sonst kann man den eben auch mal reparieren und wirklich wie ein Panzer versuchen, nach und nach mit den M-Coms da vorzurücken. Und ich sehe es einfach so häufig, dass diese Fahrzeuge kurz zum Transport genutzt werden. So, ich fahre mal schnell zur M-Com, spring raus, mach die scharf und versteck mich dann irgendwo. Und das ist einfach dumm, also weil das ist eine Ressource, die extrem wichtig für das Team ist und mit der man eben nicht nur von A nach B kommt, sondern bei B dann auch noch richtig Stress machen kann. Und damit meine ich jetzt nicht hier die BM-Com. So, wie man hier sieht, jetzt ist mir hier leider das MG heiß gelaufen, aber ich hätte einfach mal sonst auf jeden Fall diese drei Leute davon abhalten können, zu der M-Com zu kommen. Und damit hätten wir sie an der Stelle wahrscheinlich schon bekommen. Natürlich geht auch diese Streak irgendwann zu Ende und bei 15 Kills ist dann hier auch Schluss, weil mich dann eine Granate erledigt, nachdem ich auch ein paar Raketen vorher gefressen habe. Aber 15 Kills, finde ich, sind nicht ganz schlecht. Und ja, verschwendet diese Fahrzeuge nicht. Das ist diese einzige Botschaft aus diesem Video. Das ist eben nicht nur ein Transportvehikel, das ist auch wirklich zum Kämpfen geeignet. Und dementsprechend nutzt eure Jeeps, nutzt eure Ressourcen und schenkt die vor allem nicht dem Gegner. Das soll es für heute gewesen sein. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.